ganz spannend. Thank you.
Ehre, zum zweiten Mal in diesen Räumen eine Ausstellung zu eröffnen. Schwarz oder Weiß? Größer konnte der Kontrast nicht sein. So unterschiedlich sind auch die Künstlerpositionen. Die vier Künstler sind Elisa Schuster, Lea Blumi, Aya Ati und wer jetzt leider schon gegangen ist aus Krankheitsgründen, der José de Quattro. Genau. Ja. Ich möchte hier zu den Künstlerinnen einen kurzen Einblick geben. Elisa Schuster ist freie Künstlerin, Veranstalterin und Kuratorin im Bereich Tape Art, Urban Art, Malerei, Installation und Skulptur. In ihren Arbeiten äußert sie sich vorrangig durch grafische Formen sowie Graffiti-Stil in urbanen Räumen des Innen- und Auslands. Ihre Tape Art beschreibt dynamisch wachsende, abstrakte Muster, wie das hier wunderbar zu sehen ist. Die Werke von brasilianischen Künstler José de Quattro, das sind diese Glasgemälde da drüben, gehören zu der Serie Die Schönheit des Unmöglichen, die in der Favela Tamarucaca bei São Paulo in der jenseits Ateliers in Itaim, Paulista entstanden sind. Der Fokus seiner Arbeiten sind soziale und gesellschaftskritische Aspekte. Rea Blum ist inspiriert vom eigenen Leben. Motive, das Rea Blum, ergeben sich aus den Erinnerungen oder Themen, die gerade für sie aktuell sind. Ihre Werke zeigen nicht nur auf die Natur, sie kommen ihr auch zugute. Denn viele Zeichnungen stehen auf ausgedienten alten Fenstern und Bilderrahmen, die sie vom Schwärmen rettet und in interessante Glaskunst veredelt. Außerdem bringt sie ihre Motive als Zukunft unter die Haut. Ja, Aya Atis Kunst besticht durch Themen des Syrienkriegs, wie Angst, Leere, Hilflosigkeit, Hoffnung sind ein Teil ihrer Arbeit, die im kreativen Prozess reifen und in den Werken eine Antwort finden. Gegensätzlich ist der Kontrast, der sich anfangs ergibt, wenn sie mit Skizzen beginnt, auf farbigen Stoffen, die zusätzliche Aspekte und Welten eröffnen, wo unterschiedliche Effekte sich fließend in der Kunst ergeben. Durch die Auswahl und das intensive Gespür ihrer ausdrucksstarken Farben greift sie die Schönheit und die Magie ihrer Umgebung auf. In vielfältigen Farbnuancen und interpretiert diese in ihren Werken die Liebe, Familie, Pflanzen, Lebensfreude und aktuelle Themen, die sich in leuchtenden, eindrucksvollen Farben widerspiegeln. Aya Ati ist seit August 2021 hier in dieser Galerie, in der Violett Kunstgalerie, ansässig. Ausstellen möchte ich heute besonders, dass die Künstler aus dem In- und Ausland in ihren Räumen eine Plattform anbieten, deren Kunst temporär auszustellen. Also ich kenne keinen anderen Künstler, Künstlerinnen, die das in Kassel machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Ausstellung Schwarz oder Weiß läuft bis zum 1. Februar zu den bekannten Öffnungszeiten. Und bitte erzählt es weiter über die Violett Kunst. Oh. Klitzekleinen Moment. Thank you.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free.